Willkommen zurück zu Tomb Raider. Ja, beim letzten Mal sind wir hier durch die Tür gekommen, nachdem wir unsere Waffen wiederbekommen haben. Haben hier schon unsere ersten Bekanntschaften gemacht mit diesen komischen Eiern da hinten. Und ja, jetzt habe ich gerade den Speicherstand geladen. Und wir sind jetzt hier angeblich in Atlantis. Na gut, Atlantis hat natürlich mehrere Definitionsformen. Ich lasse das mal so dahingestellt. Also mein typisches Atlantis ist eigentlich so eine versunkene Stadt unter Meer. Aber nun gut. Manche von diesen Kugeln werden sich jetzt gleich öffnen. Ich überlege immer noch, ob ich da jetzt gleich mit den schärferen Waffen zulegen sollte, weil die machen ja doch schon ordentlichen Wummschaden, ne? Deswegen wäre das wahrscheinlich auch gar nicht mal so verkehrt, hoffe ich. Wäre ja schon schön, wenn ich hier den Dingern ausweichen könnte. Ja, mit der Waffe hier, es geht eigentlich jetzt hier der nächste. Och, jetzt schießt er mit seinen Kugelchen da. Ist da hinten auch noch einer? Bewegt sich hier überhaupt noch irgendwie was? Da hinten links die Kugel. Die will nochmal geöffnet werden. Und da geradeaus steht keiner. Nee, das ist eine Tür, die da ist. Okay. Umso besser. Umso mehr lassen sie mich in Ruhe. Also wir gehen relativ zügig tot mit der Waffe hier. Aber die anderen bleiben jetzt verschlossen, ja? Ja gut, dann können wir uns ja jetzt mal in Ruhe umgucken hier. Was haben wir denn hier überhaupt? Und was ist das eigentlich für eine komische fleischliche Textur hier? Sind wir hier in einer Art Gewebe drin? Ich dachte, wir sind in einer Art Pyramide oder sowas, aber nö. Wir sind in Fleisch. Wir sind in einer Metzgerei oder keine Ahnung. Da drüben liegt wieder was. Ach, schon wieder Uzi-Munition. Aber gut, dass wir die Uzi überhaupt gefunden haben. Sonst hätten wir wahrscheinlich früher oder später jede Menge Probleme. Ich kann mir vorstellen, dass die Uzi hier noch ordentlich gebraucht werden könnte. Was natürlich gut sein kann. Ach, jetzt sind wir hier oben über den Kugeln. Ist aber auch so stockdüster. Das gefällt mir gar nicht. Da drüben liegt Munition. Hier hinten liegt, glaube ich, ein Medipack da links. Wenn ich da hinkomme. Aber es ist so dunkel. Ich sehe das kaum. So, komm. Nimm es mal hoch hier. Ja, fein hast du das gemacht. So, einmal umdrehen. Na, sorry, falls ihr nichts seht. Es liegt nicht an eurer Grafikkarte. Nein, ihr seht tatsächlich nichts. Ihr seht tatsächlich genauso wenig wie ich. Ja, dann einmal die Schrotflintenmunition, die da drüben liegt. Falls das tatsächlich Schrotflintenmunition ist. Nicht, dass es wieder irgendwie was anderes ist. Och, komm. Erschreck mich nicht so. Kommt auch noch so ein Flattermann raus. Ich glaube, es hackt. Okay. Flattermann ist down. Dann gehen wir her, der Mist. Sonst bewegt sich hier irgendwie was von der anderen Kugel noch. Der bewegt sich. Und die andere Kugel? Die nicht. Ja gut, dann, keine Ahnung, wir gucken mal, ob wir hier auch durch die Tür einfach durchkommen. Sieht irgendwie nicht danach aus. Schade. Wahrscheinlich erst, wenn alle tot sind oder sowas. Ja gut, das war jetzt zu erwarten. Was, komm her. Feiner Depp bist du. Der tut mir jetzt gerade nicht so viel. Kommt der jetzt hier hoch? Der kommt hier hoch, der Penner. Der kann Treppen laufen. Und explodieren. Nö, hier geht's immer noch nicht durch. Jetzt lass mich raten. Jetzt bewegt sich deine letzte, oder was? Auch nicht. Obligatorisches. Sonst haben wir hier doch nichts. Wir können halt lösen durch Türen hier hindurch, wenn die mal
zu öffnen wären. Vielleicht können wir jetzt durch die durch. Auch nicht. Aber ich sehe auch hier nirgends einen Schalter oder sonstiges. Und du öffnest dich nicht, ne? Hallo? Ne, gegenschießen hilft da auch nicht. Gut, da kam ich immer noch her. Komme ich jetzt vielleicht da durch? Man muss ja mal gucken. Nö. Komme ich da durch? Nö. Da geht's noch immer nur dadurch. Und dann komme ich ja nur nach oben. Und was soll ich dann da oben? Ich hätte echt gern an einigen Stellen hier mehr Helligkeit oder sowas. Aber das lässt sich hier auf der PlayStation 3 Nummer nicht einstellen. Also hier durch die Tür geht's auch nicht durch. Ich sehe auch nirgendwo Hebel. Nee, also hier nicht. Ich stehe gerade echt so ein bisschen auf dem Schlauch. Also, so wie immer eigentlich. Hier passiert jetzt auch immer noch nichts, wenn ich jetzt dagegen laufe. Ich vermute mal, es hat was mit der letzten Kugel da unten zu tun. Aber die will sich ja partout nicht öffnen. Die Frage ist, was muss sie dann tun, damit sie sich öffnet? Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht. Dann ist das, glaube ich, tatsächlich mal wieder so ein Punkt, wo ich dann tatsächlich leider mal nachgucken muss, weil ich habe gerade echt keinen Plan. Ne? Und von daher sehen wir uns dann gleich hier an Ort und Stelle wieder. Bis dahin, viel Spaß euch noch. So, da bin ich auch schon wieder und habe dann tatsächlich mal nachgucken müssen, weil es war auch für mich mal wieder unauffindbar, weil, also hier auf der PlayStation 3, nee, ich weiß nicht, ob es auf der PlayStation 1 auch so arg dunkel war. Ja, aber jedenfalls, von hier bin ich hochgekommen. Hier geradeaus haben wir einmal eine Tür, wo ich nicht durchkomme. Da soll ich jetzt auch, glaube ich, noch nicht durch. Dann auf der anderen Seite haben wir eine Tür, wo wir jetzt nicht durchkommen. Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir einmal irgendwo hier eine dunkle Nische. Ihr seht nichts, ich sehe auch nichts. Warte. So. Und in dieser Nische gibt es hier irgendwo einen Hebel. Und an den soll ich ziehen. So, ihr habt es vielleicht gehört. Und jetzt hat sich irgendwas geöffnet. Und zwar, glaube ich, die Tür hier geradeaus oder so, ne? Ist das möglich? Nö. Ach da. Da hat sich die Tür geöffnet. Na und hier in dieser Dunkelheit, da irgendwie zurechtzufinden, ganz ehrlich, absolut nee. Ich finde jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, in welche Richtung ich jetzt hier gerade gucke. Aha. So. Warte. So, da ist die Lara. Wir gehen da durch. Nein. Alter. So, warte. Da hat sich die Tür geöffnet. Da will ich durch. In irgendeine Richtung. Oder hat sich jetzt hier auch wieder ein Hebel versteckt? Das habe ich halt jetzt nicht nachgeguckt. Warte mal, dreh dich mal um. Geh da wieder rein. Ob jetzt hier an der Wand hier geradeaus irgendwo ein Hebel ist. An der Wand rechts. Auch nicht. Ist das hier jetzt echt ein ernsthafter Raum mit einer Sackgasse? Wollt ihr mich verarschen? Gucken wir mal, ob die andere Tür sich geöffnet hat. Ob es da irgendwie weitergeht. Also das finde ich dann wirklich schon arg arschig. Hier öffnet sich nix. Hat sich unten die Tür geöffnet? Oder hat sich hier das in Bewegung gesetzt? Auch nicht. WT Ultra F einfach nur.
Nee, da komme ich her. Nee, da unten die Tür ist auch nach wie vor zu. War hier vor auch eine Tür? Ach ja, klar, klar, ja. Ja, ja. Ach, jetzt ist da auf einmal Licht. Wo war denn das eben? Wollen die mich verarschen? Nee, komm ich her. Hier bin ich hochgekommen. Jetzt habe ich absolut gar keine Orientierung mehr. Jetzt ist Ende Gelände. So, also ist die Tür jetzt hier links. Wo irgendwie so überhaupt und gar nichts ist. Das war woanders. Verdammt. Ich sehe hier absolut nichts. Ihr seht es. Ich sehe nichts. So, da. Ich sehe nicht. Ich weiß nicht, wo ich hier hin soll. Warte mal ganz kurz. Ganz kurz, bitte warten. Bitte warten. Aha. Aha. Also, soll tatsächlich hier wieder ein Hebel sein. Muss ich jetzt hier schon wieder in der Komplettlösung, die ich nebenbei geöffnet habe, hier auch nochmal nachgucken. Da. Ich habe da vorhin die ganze Wand hier abgetastet und ich konnte natürlich nichts sehen, weil ihr seht, es ist schwarz. Da sollte dann wieder ein Hebel sein. Ich hab's mir ja schon gedacht, habt ihr ja mitgekriegt, aber, nee, nee. Was für ein Bullshit, ehrlich. Hier ist zum Glück wieder etwas heller beleuchtet, aber da komme ich doch jetzt wieder her, oder nicht? Nee, da ging's in die andere Richtung. Aha, aha. So, dreh dich mal. Zumindest kann man hier was sehen. Aha. Geht doch. So, jetzt öffnet sich wahrscheinlich auch das letzte Ei. Ja, es bewegt sich. Komm schon. Ja, geht doch. Gut. Nein, das ist die falsche Richtung, verdammt. Ja, und das ist natürlich dann echt schon scheiße, wenn du dann sowas hat und du siehst es nicht. Du siehst es ja wirklich nicht. Ich sehe es nicht, ihr seht es nicht. Nicht nur, weil es auf YouTube dunkler ist, bei mir war es wirklich auch schwarzer Bildschirm. So, und jetzt? Oh. Besuch. Jetzt komm. Weißt du, dass du da flatterst? Also sie dreht sich nicht um. Na komm, geh mal rein hier. So, geht doch. Nur ein bisschen meckern und dann klappt das schon. Ein großer Lavasee, ich soll wahrscheinlich jetzt da drüben rüber. Da unter mir ist auch irgendwas. Schaffe ich es, da hinzukommen? Gerade so. Füßchen schon fast verbrannt, aber sie kommt dahin. Und da haben wir auch was. Schön. Munition für meine Magnum. Uzi-Munition. Hiervon wart, davon wart, alles, was ich brauche. Um jetzt hier 2 Minuten länger zu überleben. Ja, mit der Uzi-Munition werde ich jetzt hier wahrscheinlich zugeschmissen, aber wie soll das jetzt hier aussehen? Bin ich immer gespannt. Da könnte man ja tatsächlich in Erwägung ziehen, die tatsächlich auch mal zu benutzen. Hallo? Ah, okay, da komme ich nur in den Gang wieder zurück. Wäre aber wahrscheinlich so herum nicht möglich gewesen, ne? Nee, das war zu hoch, okay. So, wow. Ah, okay, das ist der andere Gang. Heilige Scheiße.